Schwarte! Kannst du glauben, sind die Geschichten von Ringel, sie sind so wunderbar. Abenteuer hat er uns zu berichten, hört gut her, sie sind alle wahr. Ringel und Hörnchen, Molly und Ähnchen machen viel Mist auf der Raluva. Gefährlich und herrlich, das ist ein Spaß für jedermann. Gibt es ein Geheimnis zu entdecken, dann ist Ringel sogleich dabei. Oh, Schwarte! Auch ein Hindernis kann ihn nicht erschrecken, Ringel ist unser Sonnenschein. Siehst du seine Augen aufblitzen, fällt ihm wieder was Neues ein. Ringel hat den Schalk im Nacken sitzen, der kann ihm da schon böse sein. Ringel und Hörnchen, Molly und Ähnchen machen viel Mist auf der Alufarm. Gefährlich und herrlich, das ist ein Spaß für jedermann. Oh, Schwarte! Unsere Freunde sind am Träumen von Abenteuern, die sind famos. Sie ziehen aus, um nichts zu versäumen. Oh, Schwarte! Bei unseren Freunden ist immer was los. Hast du Peter gesehen? Paul! Los, komm, ich hab den Megalautsprecher angeschlossen. Cool, ich hab die Spielkonsole. Fehlt nur noch das Verbindungskabel. Ich hol die Joysticks. Was ist denn mit euch los? Ihr zwei seid ja beschäftigter als Krähen in einem Maisfeld. Wir wollen unsere Spielkonsole an den Großbildfernseher anschließen. Ja, dann laden wir den 3D-Dragon Hunter. Und schließen dann den aktiven Megalautsprecher an. Und jagen Drachen, bis wir Blasen an den Daumen haben. Verstehe. Ihr habt also den großen Fernseher, die Drachen und den Megalautsprecher. Braucht ihr da überhaupt noch eure Fantasie? Nicht, wenn wir alles richtig anschließen. Passt bloß auf, nicht, dass ihr mit eurer Technik unser Stromnetz überlastet. Ja, ja. Super! Ich krieg dich! Schön, Paul! Ja! 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 Juhu, geschafft! Ja! Gleich bin super. Ich in Level 2! Ich krieg dich! Was ist passiert? Was hast du wieder angestellt? So immer ich! Hey, mach das Licht an! Es ist an! Spinn nicht rum! Uns ist eine Sicherung durchgebrannt. Wir haben keinen Saft, Opa. Wir können nicht spielen. Kannst du das reparieren? Tut mir leid, Jungs. Mir sind die Sicherungen ausgegangen. Wie wär's, wenn wir stattdessen hier mitspielen, ne? Wo ist der Bildschirm? Und wo sind die Feuerknöpfe? Das ist ein Radio, Jungs. Es hat keine Feuerknöpfe. Und der Bildschirm ist hier oben. Und nun kommen wir zu unserem Hörspiel der Woche, Jekas. Wunderbar, das ist meine Lieblingssendung. Heute hören Sie den vierten Teil des Klassikers Schweinchen Schlaufuchs, Privatschnüffler. Schweinchen Schlaufuchs war der beste Detektiv, der jemals auf Sendung war, Kinder. Meine Familie und ich haben das nie verpasst. Jede Folge fing auf die gleiche Weise an. Das ist meine Stadt, eine gute Stadt mit guten Einwohnern. Und einem miesen Miesling. Der Meisterverbrecher Langfinger Eddie hatte mich mal wieder herausgefordert. Und ich wollte ihn schnappen. Ich hastete nach Hause und nahm eine Abkürzung durch den Park. Da tänzelte sie auf mich zu. Sie war hübscher als ein französischer Pudel. Mit einem Lächeln, das Hühner zum Gackern brachte. Mein lieber Herr Schlaufuchs, ich brauche Ihre Hilfe. Das ist eine geheimnisvolle Dame. Helfen ist meine Spezialität, Gnädigste. Ich glaube, ich werde verfolgt. Ich werde verfolgt von Langfinger Eddie, dem Meister der Verkleidung. Psst. Nein, ich... Kommen Sie mit, Gnädigste. Ich bringe Sie zur Wache. Da sind Sie in Sicherheit. Nein, nein, nein. Geh nicht, geheimnisvolle Dame. Geh nicht mit ihm. Sie geht nirgendwo mit dir hin. Langfinger Eddie. Psst! Verflixt! Woher wussten Sie, dass ich es bin, Schlaufuchs? Polizisten tragen keine Gummistiefel. Nein! Er hat mich schon wieder erwischt. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Schweinchen... Schlafenszeit! Kommt, Kinder, ab in die Federn! Noch nicht! Ringel,
Nicht bevor ich Langfinger Molly gefangen habe, die Meisterin der Verkleidung. Ringel! Ich weiß, dass du es bist, Langfinger Molly. Mami! Sag ihm, er soll aufhören. Ringel, nein! Halt, hör auf! Superschnüffler Ringel hat mal wieder gesiegt. Na los, du Superschnüffler. Jetzt geht's ins Bett. Wenn ich groß bin, da werde ich genauso wie Schweinchen Schlaufuchs. Ein Schweinchen bin ich schon. Und Verbrecher jage ich auf und davon. Ich werde ein Schnüffler, eine Spürnase, ein Bluthund. Ja, aber Ringel, ich dachte, du willst ein Meisterdetektiv werden. Will ich ja auch. Oh. Und was ist mit dir? Wenn du wirklich Fernando Toro, genannt Hörnchen, bist. Ja, aber der bin ich doch. Der Tag nach dem Hörspiel-Krimi war immer, naja, wie soll ich sagen, ein bisschen schwierig für meine Freunde. Woher soll ich wissen, ob du der echte Fernando Toro, genannt Hörnchen, bist? Und nicht Langfinger Eddie, der Meister der Verkleidung? Oh, denkst du, ich könnte der sein? Wie sagt man denn? Das! Verbrechen ist überall! Aber ich bin's nicht. Wirklich, ich zeig's dir. Ich hab gestern gelernt, wie man Kopfstand macht. Pass auf! Warte, gleich. Ich hab's gleich. Ich versuch's gleich nochmal. Ach, schon gut. Du bist Hörnchen, klar. Aber ich hab dir doch noch gar nicht meinen Kopfstand gezeigt. Den kannst du doch sowieso nicht. Du hast recht. Dann bin ich ich. Na los, machen wir uns an die Arbeit. Spielen wir heute wieder Detektive? Wir spielen nicht, Hörnchen. Wir sind Detektive. Wir dachten uns also den ersten Auftakt des Tages aus. Wir mussten Entje finden und rauskriegen, ob sie auch wirklich Entje war. In solchen Dingen konnte man nicht vorsichtig genug sein. Aber Entje ließen unsere Fragen völlig unbeeindruckt. Was? Was ist denn das für eine bekloppte Frage? Natürlich bin ich die echte Entje. Wer sollte ich denn sonst sein? Na ja, du könntest jemand mit denselben Plattfüßen sein. Und mit derselben roten Strickjacke. Und derselben runden schwarzen Brille. Und mit derselben roten Schleife. Na schön, wenn ich wirklich eine andere sein sollte, die genauso aussieht wie ich. Woher weiß ich dann, dass du 100 Ballons an den Hühnerstall gebunden hast und das ganze Ding dann über die Farm geflogen ist, bis der Stall schließlich an einem großen Busch hängen blieb, hä? Oh, sie ist tatsächlich unsere Entje. Mhm. Ja, sieht ganz so aus. Ja. Ich bin froh, dass wir die Sache geklärt haben. Ich auch. Und jetzt kannst du mit uns Detektiv spielen. Heute nicht, Ringel. Meine Großmutter und ich gehen nämlich heute in die Stadt zum Einkaufen. Wir sehen uns dann morgen, Jungs. Ich war nicht der Einzige in unserer Familie, der davon träumte, ein berühmter Detektiv zu sein. Meine Schwester Molly hatte auch ihre Träume. Siehst du, Bambi? Das ist die geheimnisvolle Dame. Die aus dem Radio. Hä? Oh nein! Unsere Dame ist weggerannt, Bambi. Los, komm, wir müssen sie suchen. Na toll, die Herde. Ich muss das Ding loswerden, bevor sie... Hallo, Leute. Na schön, das reicht. Hört auf zu gackern. Herr
mir damit! Nur zu eurer Information, das hier ist eine Verkleidung. Na schön. Mit dieser Schleife kann ich mich unter Leute mischen und Dinge herausfinden. Und wie wir alle wissen, ist Wissen Macht. Und diese Macht kann ich zum Wohle unserer Herde nutzen. Und wenn ihr mich jetzt entschuldigen wollt, meine Schleife und ich haben zu arbeiten. Hierher, Schäfchen! Hallo, Schäfchen, wo steckst du denn? Schäfilein! Es ist an der Zeit, unterzutauchen. Tief unterzutauchen. Wo ist das Schäfchen hin? Während Detektiv Molly weiter nach der verschwundenen, geheimnisvollen Dame suchte, liefen Hörnchen und ich in die Stadt, um an unserem nächsten Fall zu arbeiten. Siehst du irgendetwas Ungewöhnliches, Detektiv Hörnchen? Nee, bis jetzt nicht. Hörst du das auch, Hörnchen? Ja, verdächtige Schritte. Los, schnell in Deckung! Ach, das ist ja nur Mr. Hornsby. Das ist nicht einfach nur Mr. Hornsby. Das ist der größte Fall in der Geschichte der Detektivarbeit. Ich weiß nicht, was du damit meinst, Ringel. Wir beide werden herausfinden, was ein Lehrer am Samstag macht. Oh, Schwarte. Was glaubst du, kauft er in dem Laden, Detektiv Ringel? Och, wahrscheinlich irgendwelches Lehrerzeug. Du weißt schon, Schulsachen und so. Ist eine Schaufel auch eine Schulsache? Ah, die ist genau richtig. Vielen Dank. Dankeschön. Vielleicht hat er ja vor, einen Schatz zu vergraben. Oder er gräbt einen aus. Vielleicht sucht er ja auch nach dem Gold der Kobolde. Also das Gold eines Kobolds würde ich auch gerne finden. Los, komm, wir folgen ihm. Und nicht vergessen, immer schön in Deckung bleiben. Auf der Spur sind. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für ein Nickerchen, Hörnchen. Ich habe nur ein bisschen nachgedacht, Detektiv Ringel.
In der Zwischenzeit war Detektiv Molly an ihrem eigenen Fall dran. Nämlich an dem Fall der geheimnisvollen Dame. Herde, ihr müsst mich verstecken. Ich brauche eure Hilfe. Ich sagte, ich brauche eure Hilfe. Oh, verstehe. Jetzt wird mir einiges klar, Leute. Wenn ich euch nicht brauche, seid ihr immer da. Und jetzt, wo ich euch einmal brauche, lasst ihr mich im Stich. Kommt her. Versteckt mich. Kommt sofort hierher. Versteckt mich auf der Stelle. Was macht ihr denn? Ich bin euer Anführer. Ich hab gesagt, ihr sollt stehen bleiben. Halt, stopp, bitte. Ich flehe euch an. Schäfchen! Schaffilein! Aus dem Weg! Meisterdetektive im Anflug! Wow. Meisterdetektive, Meisterdetektive! Meisterdetektive, könnt ihr mir helfen? Ich suche mein verschwundenes Schaf. Tut mir leid, für heute sind wir ausgebucht. Hier, Sie müssen eine Nummer ziehen. Schönen Tag noch. Jetzt steckt ihr in der Sackgasse hier. Seid gefangen wie ein Haufen fluffiger, flauschiger Ratten. So, jetzt hört endlich auf mit dem Quatsch. Versteckt mich! Hurra! Da bist du ja endlich, geheimnisvolle Dame. Ich hab dich gefunden, meine geheimnisvolle Kuscheldame. Und wieder war ein Fall abgeschlossen. Diese Fußspuren sind noch ganz frisch, Detektiv Hörnchen. Wir müssen ihn gleich eingeholt haben. Verstehe, Partner. Das machen Lehrer also am Samstag. Fall gelöst, Detektiv Hörnchen. Klasse. Oh, vielen Dank, Detektiv Ringel. Was genau machen denn Lehrer am Samstag? Sie, kochen geheime Geheimtränke. Oh, und in diesen geheimen Geheimtränken sind Steine, Ringel? Naja, da sind welche von der Sorte, die schlau machen. Er packt ein paar Steine von dem alten Schloss in den Topf und schon weiß der Hornsby alles über Geschichte. Und wenn er noch einen dazu packt, weiß er auch alles über Mathematik. Ach, so geht das. Das machen alle Lehrer. Jeder hat sein eigenes Rezept, damit sein Gehirn wächst. Was meinst du? Wollen wir nicht mal probieren? Oh, das Zeug ist zu übermächtig. Das könnte uns so schlau machen, dass unser Kopf so anschwillt wie ein Riesenluftballon. Oh, aber dann würden wir die Tests von Mr. Hornsby in Zukunft mit Links machen. Vielleicht, probieren wir. Aber jeder nur einen winzigen Schluck. Na dann, du zuerst, Hörnchen. Oh, na schön. Ja. Und? Fühlst du dich schon schlauer? Nein, aber ich habe mir die Zunge verbrannt. Lass mich mal ran. Ringel! Oh, hallo, Mr. Hornsby. Wie ich sehe, habt ihr zwei meine Suppe schon probiert. Ich habe sie nämlich extra für euch gemacht. Für uns?
Woher wussten Sie das? Ich dachte mir, ihr müsst ganz schön hungrig sein, nachdem ihr mich durch die ganze Stadt verfolgt habt. Oh, das alte Schloss nicht zu vergessen. Ah, ja, genau, das alte Schloss. Die dunklen Räume sind wie geschaffen für die Zucht von Pilzen. Pilze? Ringel dachte, sie wollen einen Schatz ausgraben. Hörnchen! Diese Pilze sind ja auch ein Schatz. Deshalb schmeckt die Suppe auch so köstlich. Ich wollte einfach mal versuchen, so zu kochen, wie unsere Vorfahren es getan haben. Statt eines Feuers benutzten sie Kochsteine. Die heißen Steine legten sie in die Suppe. Tja, und so wurde sie schön heiß. Oh, warte, das ist brillant. Und das machen Sie jeden Samstag, Mr. Hornsby? Nein, Hörnchen, ich mache viele Sachen an den Wochenenden. Ich lese, ich besuche Freunde, manchmal wasche ich meine Sachen und ich putze mein Haus. Was, Sie waschen Ihre Sachen? Ja, Hörnchen, Lehrer machen sowas auch. Wir hören auch Radio wie alle anderen und, meine Güte, gleich kommt Schweinchen Schlaufuchs, der Privatschnüffler. Sie hören auch Schweinchen Schlaufuchs? Klar, das ist meine Lieblingssendung. Möchtet ihr reinkommen und sie mit mir gemeinsam hören? Natürlich, ja. Ich rufe eure Eltern an und sag ihnen, dass ich euch nach der Sendung nach Hause bringe. Tja, und das, meine lieben Enkelkinder, war mein erster und gleichzeitig auch größter Fall als Meisterdetektiv Ringel Schlaufuchs. Wow, hattest du auch noch andere Fälle? Hast du auch mal einen echten Verbrecher gefasst? Naja, ich wollte ja nicht Drachen jagen, bis ihr Blasen an den Daumen kriegt. Später. Erzähl uns lieber noch eine Geschichte. Na schön, wollen mal sehen. Es war eine laue und friedliche Nacht.